Denken wir über den Koran, wenn wir rezitieren, jeden Vers. Jeder Vers hat einen Nutzen. Jeder Vers zeigt uns einen Weg, was uns retten wird, Nutzen bringen wird. Aber der Satan hat uns überzeugt, dass wir sollen nur den Koran rezitieren und nicht darüber nachdenken. Rezitiere und du bist ein guter Muslim. Nein, Yahi, denke nach, was du rezitierst. Forsche den Koran. Beschäftige dich mit Koran. Der Koran soll dein Leben sein, ein Teil von deinem Leben sein. Denn Allah hat für den Menschen, der sich mit dem Koran befreundet hat, Sahibul Koran, sagt Allah, Allahs Gesandter, der sich mit Koran befreundet hat, das heißt, er verhält sich danach, er weiß über die Urteile Bescheid und er praktiziert und überschreitet diese Grenze nicht, ihm ist Pflicht geworden, das Paradies. Ihm, Allah hat Pflicht gemacht, ihn ins Paradies zu bringen. Denn ihm wird gesagt, du sollst die Stufen der Paradies erhöhen, wie du das Koran in der Welt rezitiert hast, indem du ihn befreundet hast. Das heißt, wie viel Interesse haben wir über den Koran? Das fehlt uns, liebe Brüder, weil wir nicht verstanden haben unsere Religion, weil wir keine Vorbilder haben, weil wir nur wenige Gelehrte haben, die auch mit Wissen praktizieren, weil wir keine Prediger genügend haben, ist so ein Umfeld passiert, dass wir unwissend geblieben sind in der Religion. Wisst ihr, was uns fehlt? Uns fehlt die Erziehung. Wie viel tun wir um unsere eigene Erziehung? Viele Brüder leben von Hartz IV, von Sozialamt. Er versucht sich nicht zu erziehen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, für einen Muslim das Beste, was er in seinem Magen reintut, ist das Beste, was er mit seinen eigenen Händen verdient hat. Besser ist ihm, dass er ein Seil nimmt und Steine trägt und damit Steine zieht, als von anderen Menschen abhängig zu sein. Aber guck mal, wie die uns reingelegt haben. Die haben uns abhängig gemacht. Faul und abhängig gemacht und unwissend. Sie haben nicht den Koran vernichten können. Das sagen sie selber. Wir können den Koran nicht verbieten und verbrennen. Auch wenn wir den ganzen Koran von der Welt wegschaffen, es gibt über 50 Millionen Menschen, die den Koran von Anfang bis Ende auswendig können. Wird überall wieder geschrieben. Können wir nicht verbieten. Aber was werden wir tun? Wir werden den Inhalt des Korans ändern. Wie? Indem wir die Begriffe, Bedeutungen ändern. Tauhid. Keiner weiß, was Tauhid ist. Sunna. Alle Muslime sagen Sunna. Aber was bedeutet Sunna? Keine Ahnung. Gebet, Salah. Hören wir jeden Tag im Koran. Aber was bedeutet Salah? Keine Ahnung. Begriffe des Korans wurden geändert. Der Feind hat nicht den Koran weggeschafft, sondern er hat gesagt, noch einfacher machen wir das. Wir werden die Inhalte des Korans ändern, damit die Leute keinen Plan mehr haben. Kalimatu Tawhid, das Geständnis, Glaubensbezeugnis, was das höchste Bezeugnis der Welt ist. Du bezeugst als Mensch eine Bezeugung, wie eine Zeugenaussage vor dem Gericht. Als ob du stehen würdest vor dem Gericht, vor dem Richter und du bezeugst eine Sache. Und so ist Kalimatu Tawhid, Al-Shahada. Du bezeugst, dass Allah Azza wa Jalla einzig allein für die Anbetung würdig ist. Aber viele heute wissen gar nicht diese Bedeutung. Wenn du sagst, was bedeutet La ilaha illallah, weiß er nicht. Wann nützt dir La ilaha illallah? Keine Ahnung. Was sind die Bedingungen von La ilaha illallah? Keine Ahnung. Was zerstört den La ilaha illallah? Keine Ahnung. Und Allah sagt im Koran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ. Du sollst wissen, dass Allah einzig allein das Anbetungsrecht hat und niemand mit ihm darf angebetet werden. Und dann verlange um Vergebung für deine Sünden. Das heißt, bevor wir Tauba machen, bevor wir Reue tun, wir sollen wissen, was der Glaube ist. Damit wir wissen, wo wir falsch gemacht haben. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt in Hadith Abu Dawud, fürchtet euch vor dem Schirk, das so leise kommt wie die Schritte von einem Ameise. Das noch leiser ist als die Schritte von Ameisen. Wenn jetzt hier eine Ameise gehen würde, wer wird ihn hören? Keiner von uns. Sogar wenn er auf unserem Kleid rumspazieren würde, wir würden das nicht mal merken. Daraufhin die Sahabe sind so ängstlich, die sagen, wie kann man sich vor einer Tat fürchten, das noch leiser uns erreichen wird, wie die Schritte von Ameisen. Was sollen wir tun dann?
dass das so gefährlich ist. Fakulu, so sagt Allahumma inni a'udhu an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam. So sollt ihr sagen, jeden Tag. Muslim muss das sagen, jeden Tag. O Allah, ich suche zu dir Zuflucht vor dem Schirk, die ich getan habe, mit Wissen. Und vergebe mir über das Schirk, was ich gemacht habe, ohne Wissen. Weil man macht Schirk manchmal mit Wissen und manchmal ohne Wissen. Von dem Schirk, was man gemacht hat mit Wissen, soll man Zuflucht bei Allah Azzawajalla suchen. Und was man unwissend gemacht hat, soll man jeden Tag für diese Sache Vergebung verlangen. Denn wer mit Schirk stirbt, wird kein Tat von ihm angenommen. Kein Tat wird von ihm angenommen, wenn er ohne Reue stirbt. Und er war auf Schirk, er wird von ihm, seine Taten werden ungültig. Und er wird zu dem Eintritt ins Paradies, wird ihm verboten. Und er wird ewig in der Hölle bleiben. Und all die guten Taten, was er gemacht hat, sind ungültig geworden. Subhanallah. Deswegen, wie kann ein Muslim unwissend sein über seine Eintrittskarte vom Paradies? Schlüssel vom Paradies erkennt nicht. Wie können wir dann behaupten, dass wir sind Muslime, die stark sind? Wir haben heute Probleme in der Familie. Wir haben Krise in der Familie, habe ich gesagt. Wisst ihr, dass die muslimischen Männer nicht wissen, wie sie mit ihren Frauen umgehen sollen? In Kuwait, 92% der Scheidungen, 92% der Scheidungen in Kuwait wurde gemacht, ohne mit der Frau eine Absprache zu machen. Der Mann ist wütend geworden, ist einfach zum Richter gegangen und hat Antrag gestellt für Scheidung. Sofort. 92% wissen nicht, wie man mit der Frau sprechen soll. Fennul Hewar, keine Ahnung. Gespräch führen kann er nicht führen. Das ist unser heutiges Problem, liebe Brüder. Es gibt eine Forschung in Dubai-Universität. Im Jahre 2010, im Jahre 2020, Entschuldigung, das heißt in 10 Jahren, wurde geforscht, was sind die größten Gefahren der Muslime. Wisst ihr, was rausgekommen ist? Erste Gefahr, Verkehrsunfälle. Die Muslime leben in Gefahr im Jahre 2020, dass die meisten Gefahr ist im Todesfall, Verkehrsunfälle. Am meisten werden Muslime durch Verkehrsunfall sterben. Und das sehen wir heute, weil ein Muslim fährt auf der Straße, er denkt, ihm gehört die Straße, er braucht keine Regeln, niemanden zu respektieren und macht dann Schaden auf sich selber, tötet sich selber oder lässt sich behindern oder er fügt einem anderen Muslim oder Menschen Schaden oder materielle Schaden, Milliarden. Jedes Jahr sterben tausende Menschen in islamischen Ländern in Verkehrsunfällen. Warum? Weil jemand sich verhalten hat, der sagt, ich kann mir machen, was ich will. Eine Unachtsamkeit, was dazu geführt hat. Wie viele Menschen bleiben jedes Jahr behindert, körperlich behindert? Unvorstellbar. Wie viele Menschen materielle Schaden haben durch das? Die dritte Gefahr, wisst ihr, was die sagen? Experten, und das ist eine ganz teure Studie. Die Muslime in 10 Jahren, das größte Gefahr, wird viele werden geisteskrank sein, unter Depressionen leiden. Muslime, ich sehe es jetzt schon. Es gibt solche Brüder, plötzlich der explodiert, schreit und ist wütend. In der Moschee, zu Hause. Deswegen der Prophet hat immer Dua gemacht. O Allah, ich suche Zuflucht von der plötzlichen Tod. Mautatul Fujja. Plötzlich man stirbt, das ist gefährlich. Weil du hast Aufgabe, du hast noch Schulden, du hast noch deine Ibadah nicht gemacht, du hast noch Verpflichtungen. Deswegen hat Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht, dass er nicht plötzlich sterben soll. Das ist nicht gute Sache. Und ich sage zu dieser Dua, füge noch zu und sage, oh Allah, von plötzlichem Wut, ich suche dir Zuflucht. Weil auf einmal der Mensch ist wütend geworden, zornig geworden. Und das ist heute unter den Brüdern viel verbreitet. Und dann ich füge noch in diesem Dua zu und sage, vor plötzlicher Scheidung. Viele Brüder scheiden plötzlich ihre Frauen. Auf einmal. Ja, Achi, warum? Ja, ich bereue jetzt. Geht nicht mehr, ja, Achi. Manchmal Dinge kann man nicht zurückbringen. Deswegen, warum diese plötzliche Verhalten? Das zeigt, dass ihm wurde nicht die richtige Erziehung gegeben. Das zeigt, dass er nicht gelernt hat. Deswegen, Extremismus kommt von der Familie, nicht von Religion. Wenn jemand übertreibt, dann hat er nicht übertrieben, weil seine Religion das befohlen hat, sondern von der Familie. Deswegen sind wir verpflichtet zu lernen.